Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, im Arsch. Ja, ich wünsche mal einen schönen Freitag. Ist wieder soweit und ich fahre jetzt mal zu den Treibhäuser und liefere diesen Climber ab. Warte, Erde. Ja, Schnee ist weg, einmal, ne? Also, zack. Da bin ich aber neugierig auf den 25er, wie es denn da gelöst wurde. Hier ist ja so eine Art wie Wachstum. Naja, aber ist halt so wie in echt auch, ne? Mal ein paar Tage hast du Winter mit Schnee, aber Norden ist ja allgemein bekannt, Nordseeumfeld, dass da eigentlich recht mildes Klima ist. Das ist ja mal so, das ist kein Skigebiet, ne? Kann aber durch jedenfalls, was an der Ostseeküste so ist, durch den Lake-Effekt von der Ostsee, kann auch von der Nordsee kommen. Das ist meistens abhängig vom Wind, von wo er kommt. Aber Osten kommt meist die größere Kälte. Und wenn also die kalte Luft das warme Wasser streicht, dann bilden sich Wolken und bildet am Küstenstreifen richtig kräftige Schneeschauer. Das hatte ich mal, da war ich noch Kind, aus 88 oder so, da war es 3 Tage schneevoll. Und dachte mir, es hört auf. Also am Tage, dann hast du gesehen, ach, Sonne scheint durch, hört sie auf. Und da fing es wieder an. Also dicke Flocken. Und das 3 Tage lang, da war fast ein halben Meter Schnee. Also Pulverschnee. Jo. Aber das ist. Aber wir haben selten mit wenig Wind. Oft hast du recht kräftigen Wind. Meistens dann. So, mal gucken, was er hier so annimmt. So, 20.000 ungefähr. Also. So, 10.000. Möchte das alle das haben, ne? So, mal ungefähr 15.000 ungefähr. So genau muss ja nicht sein. Hauptsache, wir haben Arbeit im nächsten halben Jahr. Ach, juckt. So. Dann haben sie auch Klei. So. Flüssigdünger. Oh, da haben sie alle. Rindenmulch. Rindenmulch könnte ich auch holen. Flüssigdünger. Da kaufen wir zu, was soll's. Herbizid. Wir kommen ja nicht hinterher mit. Also das geht nicht zu kaufen. Okay. Kein Geld da. geht nicht, okay. Flussdinge. Was ist da? Nämlich Katastrophe, wenn du so wenig hast. Dann muss ich mir Dicks holen. Die Rindenmulch gibt's ja dann. Habe ich ja in der Dings hier in der Sägewerk. Aber den LKW könnte ich theoretisch auch. Ja, fahren lassen, Fahrkette, ne? Erstmal zum Sägewerk. Wir springen mal beim Hof raus.
War gefährlich, aber bin ja mutig, ne? So, und den schicken wir auch zum Sägewerk. Genau. Binden wollte ich kaufen, ja, ne? Oder abholen. Sonst kommen wir nicht mehr weiter hier. Vorwärts kommen wir heute nicht richtig. Mal gucken. Müssen wir bald so ein Förderband haben und dann LKW rein und abkippen, ne? Ja. Wie gesagt, wenn du hinterher kommst, liegt es daran, dass wir zu wenig Personal haben. Wo er neben nicht stehlen, ne? Ja, das Problem ist, ein Multiplayer, das muss abgesprochen sein. Und ja, ist klar, logisch. Und natürlich immer am selben Tag, zur selben Zeit, das wäre das Idealste. Ich habe nun mal Samstag Nachmittag Zeit. Aktuell. Das ist halt so. Dort haben wir auch noch Zeit. Aber Samstag ist immer am liebsten, wo man am nächsten Tag auslaufen kann, ne? Aber das ist, wie es ist. Aber von 22 würde ich sagen, komplett. Aber von 25 habe ich mal angekündigt gehabt, das zu wollen für die Thüringen. Oder? Wenn sich drei, vier finden würden, die nochmal machen wollen. Gemeinsam beim Hof. Marsch musst du gemeinsam machen. Die Produktion, das schaffst du ja nicht. Das ist ja so. Mach nichts vor. Mal mit vier Mann. Vier Leute, das können auch Frauen sein. Aber 18 Jahre ist die Grundvoraussetzung. Ich muss da mal so sagen, ist, weil letztendlich geht es ja um die Frage, ist ja alles so pingelig, ne? Gerade beim Livestream. Wenn du eine Folge machst und du sagst, du kannst dich veröffentlichen, ist ärgerlich. Aber ist wie es ist, ne? Scheint schwer zu sein. Mehr Gewicht als hier die anderen beiden Sachen. Ach, jetzt habe ich schon den Rollang genommen. Der Glas wäre schon vorüber gefahren. Bei 5.000. 42 Tonnen. Total, also komplett. Juckt. Mist ist ja. Gott. Also laut Radar soll es bald Gewitterschau kommen. Ich bin da skeptisch letzte Zeit. War immer zu sehen und kurz davor hat Z praktisch aufgehört. Da pufft die Energie, da geht es von der Zeit her, muss das auch ganz gut sein. Also energietechnisch, ne? Wärme und so, ne? Auch die Gießen.
Ah, juckt. Bei Castor hat er so gemacht, du musst im Bunker rein werden. Ich meine, ist ja. Das ist ja halt so, ne? Gefüllt, Gras auch, gibt nicht die andere Silage. Weiß. Na, jetzt hat der Fischer ja seinen Bonus, ne? Netzwolle und und dein Eis geht schon nicht rein. Wie wahnsinnig die werden wir jetzt schwitzen blöde hier. Was seid? Drin ist uns, da sind es 34. Naja, mag bei mir ein bisschen kühler sein, aber das macht auch noch nicht. Ne? Hier 2-3 Grad. Hier ist es auch nicht. Ist der Heuroboter leer? Ach. Immerhin mal zu sagen, ist aber auch ein bisschen blöd jetzt. Also ich würde heute eher sagen, man würde eher so Buttermisch abregen und dann meinetwegen jeden Tag in 50.000 reinfahren, das ist besser als wenn jetzt hier. Die Tiere futtern er gar nicht weg. Dann ist ganz gut so, dass er ist. Na, ich glaube, nicht zu viel. Passt. Da ist er da voll, ne? Scheiße, warte, warte mal weg. Ich brauche da so eine Schwitzmesse in der Arbeit, damit alles klebst du fest am Tisch. Ich würde den Tisch dafür extra genommen. Ja. Ich müsste mit der Maus, weil wenn der Arm ständig in der Luft hängen würde, wäre auch blöd. Schalter wohl gar nicht, hier funktioniert gar kein Platz. Müsste höchstens in der Maus. Die 1003 muss da mal hinten reingehen. Astronaut da hinten, ne? Ja, können wir auch einkippen. Wäre das weg. Man Rest, und dann können wir ihn später mal anschalten.
ist ja nicht aktiv. Muss nur Mist fahren, dreimal. Ist halt so, ne? Ja, ne, gibt's Armbrot. Mal schauen. Bald mache ich mir auch Rudeln. Oder auch nur Brot, mal schauen. Später Nudeln. Je nachdem, wie man drauf ist, ne? So appetitmäßig. Essen kann ich gut. So, wollte sagen, geht nicht rein. Mal Mais. Da war ja schon blöd, wenn man dann denkt, vor kurzem hatte ich noch geplant, ich werde es auch trotzdem tun, jetzt wirst du alles schön anbauen, was du brauchst, für einfach Gemüse, Fabrik, ne, alle möglichen Früchte und ja auch Kohle und Zeug, ne? Und jetzt ist es nachher so, dass man sagen kann, heute haben wir den 17. Ja. Knapp ein Vierteljahr ist das vorbei. Klar, könnte man länger spielen. Wir werden sicherlich noch eine Weile beschäftigt mit allen möglichen Sachen hier. Weil wir einfach so viel zu tun haben. Dann wiederum reizt einer neue, ne? Ich weiß ja, bei Icarus ist ja auch so das Interesse, war ja am Ende ja auch ziemlich wow, ist halt so. Auch die werden sie es einfallen lassen, wenn das sie bald ja was Neues machen müssen. Komplett neues. Simulation 7 kommt ja auch nun raus. Ist ja erst Quartal anscheinend. Ja. Ball 6. Da gibt es viele DLC, aber letztendlich mal sehen, nö, das ist immer das gleiche, ne? Letztendlich. Oh, Mist fahren. Aber 7, mal gucken. Zeigen werde ich es nicht. Multiplayer interessant. Aber wie wirst du die Leute finden für Multiplayer, wenn du auch im Großen und Ganzen auch kein Interesse also die Forderung, weiß ich gar nicht, ob das die Forderung jetzt näher kommen. Also nächste Woche ab dem 19. Weiß ich gar nicht genau. Weil dann bin ich dazu vorschnell gewesen, also mit der Aussage, dass ich keine Adresse hat. Aber gucken wir mal, was in den nächsten Tagen kommt. Ich werde 25er anfangen mit der Hauptkarte, immer amerikanische Karte. Wahrscheinlich mal gucken, was die andere so ansieht. Also die der Fluss und die Brücke, was sich so viele freuen. Ja. Am Ende wird es alle sich ärgern, weil das praktisch manuell gemacht werden muss, ne? Also du musst dann manuell das dann beladen, also auffahren und darüber fahren und dann wieder zurück. Ich sehe es ja bei Crossing, das ist schon sehr mühsam.
Wäre einfacher, wenn es dann eine Brücke wäre, ne? Nicht umsonst wird überall ganz gerne Tunnel oder Brücken gebaut, damit das alles schneller geht, ne? Jetzt sag ich da hinten Schnee, das ist ja kalt, ne? So, die Liste mal ein bisschen kürzer wird hier. Ist ja Wahnsinn. Ja, bei Geschwindigkeit 3 kommst du nicht hinterher. Aber er soll auch vorwärts gehen, ne? Ist ja auch dabei. Also spätestens Februar, wenn die Bäume soweit sind, geht es wieder auf. Gemütlich. Und wenn die Februar nicht soweit sind, dann muss auch gemütlich gehen, weil das ja so nicht funktioniert, ne? Nicht so richtig. Hundertprozentig hatte ich sie mich voll. Mehr oder weniger bald. Schweine muss ich gucken, ob die nächsten noch wieder so weit sind. Zum, ob sie schlachtreif sind oder verkaufsreif. Also verkaufsreif ist ja auch die Eber halt, ne? Da hoffe ich ja um 25er, dass es dann mehr Geschlechter gibt. Wenn es die Geschlechter halt gibt, dann gibt es die auch im Schlachter, ne? Zumindest die Originaltiere. Mit dir will es auch alle. Ja gut, okay, der fährt ja aktuell nicht. Mit der Gülle. Muss man wieder aktivieren, du Bursch. Ja, also die Lage geht zum eigenen. So soll es sein. Das Anne wird ein bisschen zu früh alle sein, aber ja, das war ja auch Not. Notfall in dem Sinne. Weil wenn er mehr Geld, wenn ich mehr Geld gehabt hätte, dann hätte ich auch mehr das wechseln können, ne? Vorgesehen waren dann nur, ich glaube, zwei Felder, Roggen. Der Rest war ja Hafer. Und Hafer ist ja ertragsmäßig nicht so groß, ne? Also von der Menge her. Was ja schön ist, nachher, wenn es soweit ist, bei Terra Life in Thüringen, da kriegst du dann noch Roggen, ne? Also auch speziell Roggen für, ja, halt. Für die Silage halt, ne? Weil ich habe gemerkt, bei Gerste kriegst du ein bisschen mehr raus, mengenmäßig. Ich habe keine Zahlen im Kopf, aber wie kam das so vor? Noch Heu transportieren. So ein Lager ist auf jeden Fall mal drin, aber jetzt alles im Rest. Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir. So. Können wir Gülle fahren lassen. Hier machen wir nur Gülle, nur Mist, damit das sich irgendwie auch hinbekommt. Oh, Überlänge. Zuschauer, das soll schon voll gewesen sein. BGH ist fertig. Darum ging's.
Ja, sag mal, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.